Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Daily Overview. Und der, ja, man kann es nicht sagen, der verschollene Marco, aber der Marco aus dem Urlaub ist wieder da, aus Berlin. Hallo! Ja. Und das ist mir spontan eingefallen. Kann man sich vorstellen, ne? Ja. Verschollen in Berlin. Wir haben diesen heutige Sendung wieder schön gefüllt mit schönen News. Und was mir schön ist, das ist SingStar. Und da wird es mir zwei neue Ableger geben, nämlich einmal SingStar Dance, also SingStar zum Tanzen. Komisch. Und SingStar Guitar. Gut. Das hört sich ein bisschen komisch an. Das wurde ja aber alles schon auf der E3 bekannt gegeben. Und nun wurde tatsächlich zu SingStar Guitar die ersten Titel veröffentlicht über Facebook. Ja. Unter anderem wird nämlich dabei sein von Blur, der Song 2. David Bowie mit The Man Who Sold the World. Dann haben wir noch unter anderem dabei Pixies mit Debaser. Und auch YouTube Beautiful Day. Und es ist eine volle Liste mit 30 Tracks. Und was noch weiter hinzukommen wird, ist noch nicht genau bekannt. Aber weitere Informationen werden vermutlich auf der Gamescom folgen, sowie natürlich auch der Release-Termin auf der Gamescom. Abwarten, was da passiert. Okay. Dann darf ich ja mal wieder ein bisschen reinkommen in dieses Daily Overview, weil ich ja eine Zeit lang weg war, wie gesagt. 4 Tage. Überleitung fällt mir natürlich jetzt nicht ein, ist ja klar. Aber egal. Ich komme zu einem Thema, was für mich einfach nur scheiße ist, aber muss ich ja mal sagen hier. USK kennt jeder. Das ist die Firma, die gerne alles mal regeln möchte, bevormunden möchte, wie man das auch nennt. Auf jeden Fall gibt es auch solche Regelungen auf der Messe und diejenigen, die letztes Jahr nicht dabei waren, können sich durch die neue Folge von Gamescom TV, Folge Nummer 6, schon jetzt euch alles nochmal anschauen, wie das alles mit geregelt ist, mit den ganzen Abgrenzungen, wie die ganzen neuen Spiele, die in so einem bestimmten, ja, sage ich mal, Kasten drin sind, und ihr müsst da schon erstmal Warteschlange da euch einreihen und Passwort zeigen und so weiter halt. Ihr kriegt ja auch Bändchen am Anfang, wenn ihr die Karte gekauft habt. Und mit diesen Bändchen ist meistens so, eigentlich normalerweise so verschiedene Farben, so blau zum Beispiel für 16 Jahre. Die dürfen auch allerhöchstens in diesen Bereich. Diese Bereiche sind nochmal übrigens speziell eingefärbt. Ja. Und rot dann auch für 18 und so weiter halt. Ja, schaut euch die Folge an, ist in der News eingebunden. Bitte beachten, und mehr muss man dazu nicht sagen. Das denke ich auch nicht. Ja, also man überlegt sich jetzt natürlich, die Messe ist natürlich groß. Über wie viele Hallen, habe ich das vergessen? 9 Stück? 9, 10 Stück? Viele auf jeden Fall. Ja, und da muss man ja wirklich sagen, da muss natürlich der Jugendschutz auch ein bisschen in die Grenze gehen, denn große Halle, erstens, sehr viele Publisher mit sehr vielen Spielen. Denn der nächste Titel, den wir hier haben, da kommen wir so ein bisschen zu der Überleitung, wird auf jeden Fall kein rotes Bändchen oder eine 18er Plakette bekommen, nämlich Star Wars The Force Unleashed 2. Das ist gut. Das wird bestimmt ein 12er, denke ich mir mal so. Denn Lukas. Ruhig, Benny. Ich muss was sagen. Der Vorgänger war ja ab 12. Da keine große Neuerung sind, wird auch der zweite Teil ab 12 sein. Das ist ganz klar.
Das denke ich mir auch, denn es gibt nun einen neuen Trailer dazu, wo Yoda mit dazu kommt. Und Juhu. Ja, genau, das wollte ich gerade nämlich sagen. Star Wars Fans werden sie nämlich das nämlich gleich erkennen, wo sich die Szene abspielen lässt. Lasst euch darüber natürlich überraschen. Das Video findet ihr bei uns in der News und auf der Gamescom. Befindet sich LucasArts natürlich auch in der Halle 6.1 und die Standnummer ist A074. Jo. Okay. Schön. So viel gibt's dazu nicht zu sagen. Alle Star Wars Fans, bis auf mich, können da ruhig hingehen. Ich interessiere mich nicht so für Force Unleashed. Aber was mich aber interessiert ist, Hawks 2. Manni ist uninteressant. Auf jeden Fall, jetzt kommt eine Demo für Clancy's, sag mal Tony Hawk. Ah, Tom Clancy's Hawks 2. Und zwar, die Demo wird für 360 und PlayStation 3 erscheinen. Und zwar bei der 360 am 16. bzw. 18. August für die PlayStation 3. In dieser Demo gibt es zwei Einzelspielermissionen, einmal Interception Curse und Seek and Destroy. Das komplette Spiel, also die Vollversion, wird am 9. September erscheinen. Zusätzlich dazu auch noch die PC- und die Wii-Version. Ja, das ist doch schön, ne? Aber ich frage mich, warum keine Demo für den PC? Da wären die PCler jetzt natürlich wieder total ausgeschlossen. Finde ich auch blöd, weil Hawks, zum ersten Teil gab es eine Demo für PC, den ich selbst auch angezockt habe. Wahrscheinlich liegt das daran, weil einfach das mit den Portierungen und so ein bisschen schwieriger ausfällt, weil ist ja ursprünglich für 360 und PlayStation 3 gemacht und für PC, ja, mussten wir das nochmal umstellen und deswegen wahrscheinlich lassen die Demo vorher machen gleich die Vollversion daraus. Ja gut, kann auch sein. Wollen wir es mal hoffen, ne? Hoffen, dass die PC-User nicht einfach nur eine schlechte Portierung kriegen. Was ich aber nicht denke, weil Ubisoft wird das schon hinkriegen, die können das ja. Kennen wir schon auch aus Assassin's Creed. Genau. Ja. Wirklich, ja, Assassin's Creed, wirklich guter Titel. Mhm. Was auch was Gutes ist, das ist die Gamescom. Wir haben den Countdown. Wir haben nur noch 4 Tage. Dann geht die Gamescom schon los. Wer hätte das gedacht, ne? 4 Tage. Es ist eine lange Zeit gewesen. Und Manni und Marco. Who is ich? Ja, du bist angesprochen, genau. Werden auf der Gamescom sein am Samstag. Ab 9 Uhr werden sich durch die ganze Messenhallen durchquälen. Mal gucken, was da alles anzocken werden. Ich bin nicht mit dabei. Das sage ich schon gleich. Ich würde gerne, ich kann aber nicht. Naja, gut. Mit dem Dienstplan, den ich habe, würde es eigentlich gehen, aber okay. Shitten, aber okay. Und ihr könnt euch dazu noch ganz schnell anmelden über Facebook, ob ihr auch noch mit auf der Gamescom seid. Wenn ja, einfach mal reintippern. Vielleicht könnt ihr euch auch zusammen treffen, denn es ist ja sehr viel geplant auf der Gamescom. Von vielen. Genau, und falls ihr auch mit uns, also falls ihr uns treffen wollt, oder vor allem irgendwie, keine Ahnung, morgens oder so, schreibt uns an. Also marco@eplay-tv.de oder money@eplay-tv.de und dann können wir weiteres besprechen. Vielleicht machen wir so einen Treff aus Moderatoren und Usern. Wäre mal ganz schön. Genau, meine ich auch. Ihr könnt es natürlich auch selbst noch über Facebook machen, ne? Das geht ja doch ganz einfach, ne? Wenn man Facebook schon könnt ihr auch machen, das ist aber ein bisschen, sag ich mal, öffentlich. Weiß ich nicht, naja, Facebook. Na gut, du kannst ja auch eine Nachricht, man kann dir da auch eine Nachricht schreiben. Weil Facebook, dann bitte bei Facebook an Manni richten, ich bin bei Facebook eher inaktiv. Gut. Guck ich nicht so oft rein. Ja, noch was? Haben Sie das alles? Eigentlich nicht so. Außer, dass ich mir versprechen kann, morgen oder irgendwann mal später werde ich bessere Daily Overviews machen. Heute muss ich mal wieder ein bisschen reinkommen. Ja,
Gut. Was mir gerade mal eingefallen ist, wir hatten ja den Karaoke-Tag 2010 vor circa anderthalb Monate. Wir haben eine sehr lange Umfragesituation gemacht daraus. Und ja, das Ergebnis stand eindeutig so gut wie fest. Heute Morgen. Und das Ergebnis kann ich euch jetzt hier mal so verkünden. Es wird auch gleich nochmal so im Newsletter reingeschrieben, weil der müsste schon längst draußen sein. Ja, da ist ein bisschen Koordination hier im Fehler gewesen. Dominik hat gewonnen den Karaoke-Tag. Juhu. Welch nicht überraschen, weil irgendwie war das doch schon am Ende abzusehen. Ja, es war abzusehen mit schon mit den ersten Stimmen, wirklich zu. Und ja, in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch von uns. Und wenn wir es hinkriegen, kommt auf jeden Fall noch bei ihm ein Award in das Profil rein. Und wenn nicht, hält er einfach nur so hier ein. Gruß. Und ja, ich glaube, da werden wir das nochmal irgendwas in der Show machen nächste Woche. Mal gucken. Müssen wir mit Manni absprechen. Ja, hast du noch was, Marco? Eigentlich nicht. Ich auch nicht. Aber dieses eigentlich hört sich nie schön an. Und dann wollen wir einfach jetzt Leben wohl für heute sagen. Morgen gibt es eine neue Ausgabe des Daily Overviews und dann wieder mit vollgepackten News, die ihr natürlich auch auf unserer Seite findet, www.eplay-tv.de. Und wir sagen, ich darf jetzt, mich wieder ransetzen und News schreiben. Das werde ich auch tun. Der Newsflash Marco ist wieder dabei. Oder wieder da. Ja, ich habe mich auch so gefreut, über 4 Tage nichts, keine News geschrieben, nichts gemacht für Eplay und ja. Dann kommen wieder News. Mal abwechslungsreiche News und nicht mehr diesen ganzen Standardkram von Manni und Benny. Und dann seht ihr mal endlich mal wieder vernünftige News, die leserwert sind und ja. Ja, du hast dich in Berlin ja auch so gefreut, ne? Das Wetter war ein bisschen scheiße, aber sonst ja. War es eigentlich ganz toll. Das Wetter ist hier gerade offen. Da war vorhin eine dicke, dunkle Wolke, jetzt ist er weg. Na ja, gut, okay. In diesem Sinne, jetzt tschüss und auf Wiedersehen, bis morgen. Tschüss.